Welcome to another edition of Loremaker's Guide to the Galaxy. Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben heute eine neue Edition von dem Loremaker's Guide of the Galaxy für euch als Voiceover deutsche Tonspur. Es geht ums Farron-System und wir haben heute einen ganz prominenten Vorsteller hier. Das ist nämlich Dave Haddock, der Lead Writer, also der hauptsächliche Autor, sozusagen der verantwortliche Autor von Star Citizen und insbesondere von Squadron 42. Der wird uns heute durch das Farron-System begleiten. Er sagt selbst, er hätte gerne Elysium gemacht, weil er ein totaler Fan von den Tevarinern ist, aber das ist ihm wohl nicht vergönnt. Das hat ein anderer Kollege ihm weggeschnappt und deshalb ist er jetzt beim Farron-System. Findet es aber auch sehr spannend, weil es insbesondere visuell wohl sehr anspruchsvoll sein soll, sehr eindrucksvoll auch und eben auch eine schöne geschichtliche Verbindung zu dem Sol-System, also der Erde hat. Deshalb wird er uns das jetzt vorstellen. Beginnt also auch auf der Erde, die wir jetzt gerade noch zentral haben, und geht jetzt mit uns ins Farron-System. But okay, so let's jump right in. So wir starten also von der Erde und dem Sol-System jetzt ins Farron-System. Und das Farron-System zeigt er uns gleich nochmal etwas aus der entfernteren Perspektive und zeigt uns auch gleich die Jump-Points schon mal dazu. Was er dabei erklärt, ist, dass das Farron-System sehr nah am Sol-System liegt. Es liegt, wenn man sich die Galaxy-Map ein bisschen genauer anguckt, im sogenannten Sol-Nexus. Das heißt, im inneren Kreis von Sol, direkt verbunden mit Sol über Croshaw. Und der innere Nexus geht dann eben über Croshaw, Farron und Davian. Das sind die innersten Systeme sozusagen, die direkt mit Sol auch verbunden sind. Farron ist von diesem inneren Nexus am weitesten entfernt. Das heißt, man muss immer durch ein anderes System von Sol aus durchspringen, um dort anzukommen. Und entdeckt wurde es tatsächlich im Jahr 2460, also 2460, durch einen Jump Point in Croshaw aus. Croshaw ist ja das erste System, was die Menschheit entdeckt hat insgesamt. Und von dort aus ging sozusagen die Reise in die weitere Galaxie los. Als sie Croshaw entdeckt haben, erzählt Dave Haddock dabei, hat die Menschheit eben festgestellt, dass wenn es einmal funktioniert und wenn man einmal einen Jump Point findet zu einem anderen Sternensystem, dann wird es vielleicht auch andere Jump Points geben. Daraufhin kam ein ganz neuer Geist in die Menschheit, ein Entdeckergeist, wie er schon seit dem im Endeffekt 19. Jahrhundert nicht mehr existiert hatte auf der Erde. Man hat also festgestellt, wir können andere Sternensysteme bereisen, ohne dass wir lange in einem Kryoschlaf liegen müssen oder dass wir die Schwierigkeit haben, dass wir Milliarden, Billiarden von Kilometern zurücklegen müssen, sondern können diese Jump Points nutzen. Und da haben sich so Societies geformt, die sie in der Geschichtsschreibung von Star Citizen so ein bisschen angelegt haben, wie diese so halb mystischen Societies im 19. Jahrhundert, die man aus Büchern kennt, wie zum Beispiel The League of Extraordinary Gentlemen oder auch diesem großen Entdecker Alan Quatermain, falls den jemand kennt, sind zwei so typische Bücher, die auch im Stil ein bisschen von Jules Verne sind und wo man zum Beispiel auch Filme findet, die sehr schön verkörpert wurden, in beiden Fällen übrigens von Sean Connery. Also diese Art von Societies waren da unterwegs und der Entdecker eines dieser Schiffe von dieser Society, Pally Lamette, war unterwegs in Croshaw und eine seiner Crew, eine junge Dame namens Darcy Farron, die stellte auf einmal fest, dass sie Anomalien finden in Bezug auf ihren Treibstoffverbrauch, also dass mehr Treibstoff verbraucht wurde, als eigentlich sein sollte, was darauf schloss, dass irgendwo eine Gravitationsquelle in der Nähe ist, und darum haben sie angefangen, den Raum um sich herum zu scannen und haben und letztendlich von Croshaw aus den Weg ins Farron-System entdeckt. Und als Dankeschön für diese Entwicklung hat eben der Pally Lamette das Farron-System nach seiner Navigatorin benannt, nach Darcy Farron, und hat es dann an die United Nations of Earth, damals hieß das noch so, das war noch kein Imperium, dann als Spende hinterlassen. Das war der Sinn auch von dieser Astro Society, das alles für die Menschheit sozusagen zu passieren, damit die sich weiterentwickelt. Und jetzt gehen wir mal ins System rein. So, one of the things we always sort of discover when we kind of work this stuff out is when a system is discovered, basically there's a period where the... Man muss dabei bedenken, dass als das System entdeckt wurde, die United Nations of Earth eben noch existierten. Das heißt, es war ein Vorläufersystem von dem United Empire of Earth, was aktuell Star Citizen, die UEE, regiert.
Und so wurden auch die ganzen Entwicklungsprozesse noch selbst konzeptioniert. Also das heißt, die Art, wie ein System entdeckt wird, wie damit umgegangen wird, wurde sozusagen noch ermittelt. Was sie als erstes taten, waren, das der von der Menschheit erstmal fernzuhalten, die Regierungsorgane, um es selber zu erkunden. Sie haben also dabei festgestellt, dass es sich hierbei um einen Zwergplaneten, also einen Zwergstern handelt, ein F-Type Main Sequence Dwarf Star ist das, der sehr hell ist und relativ groß, allerdings eben nicht sonderlich viel bietet, um damit sich terrestrisches Leben entfalten kann. Farron 1, der erste Planet, liegt sehr nahe an dem Main Sequence Star. Das ist tatsächlich eine Besonderheit. Er liegt besonders nahe an, an dem Stern dran. Allerdings muss man da sagen, dass das auch die einzige Besonderheit von diesem kleinen Planetoiden ist. Der ist tatsächlich nicht sonderlich reich an Mineralien. Er ist nicht sonderlich interessant für die Wissenschaft an sich, außer eben, dass er besonders nah an seinem Stern liegt. Der nächste Planet ist da deutlich interessanter, das ist dann Farron 2. Der ist zumindest so aufgebaut, dass Farron 2 ein kernloser Planet ist. Der ist relativ nah am Jump Point Farron Idris dran. Ist auch von diesem Jump Point das erste, was man sieht. Und der Planet an sich ist, wie gesagt, ein kernloser terrestrischer Planet, das heißt ein Felsplanet, ist für die Wissenschaft insofern interessant, als dass er als Untersuchungsobjekt ganz gut funktionieren kann, allerdings für eine Siedlung und für ein Terraforming völlig ungeeignet. Man muss eben dazu sehen, dass hier in die Grundsatzidee, erklärt Dave Herrick, war, dass Farron ein System ist, was seine, ja sagen wir mal, seinen Zenit bereits lange überschritten hat. Es hat keine sonderlich großen, interessanten Planeten dabei im ersten Moment, wie Farron 1 und 2. Interessant wird es jetzt mit Asura. Asura befindet sich tatsächlich im sehr eng gestrickten grünen Band des Planeten. Hier konnte ein Terraforming durchgeführt werden. Und Farron 3 oder auch Asura ist auch die einzige Besiedlung, die es im Farron-System so gibt. Und der einzig besiedelte Planet. Und wie eben schon angekündigt, war die Idee hinter dem Farron-System eben jene, dass das System seinen Zenit, seine große, wichtige Zeit schon überschritten hat. Und zwar als System, was fürs Mining unglaublich interessant geworden ist. Als die UNE damals das System von Croshaw aus entdeckt hat, muss man sich das System so vorstellen, dass es zwar eine Versammlung gab, wo die Planeten und die Systeme an sich als Länder angesehen wurden, aber es gab keine Repräsentanz. Das bedeutet, die Systeme selbst hatten wenig zu sagen und die Menschheit war noch nicht damit geübt, den Umgang mit solchen neuen Systemen so durchzuführen, dass eben nicht sofort ein großer Run entstehen kann und dass es zur absoluten Ausbeutung der Systeme kommt. Farron fiel diesem frühen Modell noch zum Opfer. Das bedeutet, sie sind sehr schlecht mit den sehr, sehr reichhaltigen Ressourcen auf Asura umgegangen. Im Gegensatz zu den anderen Planeten war das eben wirklich ein Planet der Superressourcen. Hier gab es sehr, sehr viel Material, sehr viele Ressourcen, die alle abgebaut werden wollten. Und anstatt es klug aufzuteilen unter den jeweiligen Companies und sich einen Langzeitplan dafür zu überlegen, begann also ein Gold Rush im wahrsten Sinne des Wortes. Also tatsächlich, wie man sich das vorstellt, im damaligen Wilden Westen, wo dann Gold gefunden wurde und die halbe Nation im Aufbruch war. Ähnliches passierte also mit Farron 3 und Asura. Die Großstadt Tram war eine gigantische Metropole, die tatsächlich aus riesigen Industrie- und Tagebauapparaturen und Anlagen bestand und dementsprechend also so ein sehr beeindruckendes Bild war. Dave Haddock beschreibt es ein bisschen so, wie man sich Anfang oder im 19. Jahrhundert herum Chicago oder Detroit vorstellen kann. Städte, die eben von der damaligen Industrie gelebt haben und als wirklich pulsierendes Mekka für alle Industriellen waren, auch damals in der frühen Zeit der Erde.
und der Menschheit, was die ihre Sternenreise begann, hat eben ein Ort für Pioniere, etwas, wo gewagte Unternehmer sozusagen ihr eine Investition tun konnten und dann hat sich das rentiert oder eben auch nicht. Der Planet florierte also, es entstanden superreiche Mining-Familien aus dieser ganzen, aus diesem ganzen Ressourcenfund und die begannen langsam für das dann aufsteigende Messerregime, also das Regime der Messerfamilie, der Messerdynastie als Imperatoren, ein Hindernis darzustellen, weil sie tatsächlich zwar keine Repräsentanz fanden im Senat, aber so viel Einfluss hatten und so reich wurden, dass die Messers sich bedroht fühlten und tatsächlich der Letzte aus der Dynastie, der, wie Dave Haddock beschreibt, auch ein ziemlicher Wahnsinniger war, der wollte dann Farron stoppen, indem er das System beschuldigte, Dissidenten vom Regime, also Widerständler und Rebellen, zu beherbergen und ihnen einen Zufluchtsort zu bieten. Das war natürlich nicht der Fall. Es war tatsächlich rein erfunden, diese Behauptung, aber es führte tatsächlich dazu, dass das System sich etwas isolieren musste, dass das System auch viele seiner reichsten Einbewohner und einflussreichsten Einwohner einbüßte, weil die eben Angst hatten vor Repressalien durch die Messers und weil sie befürchteten, ihren Status im Imperium zu verlieren, wenn sie weiter mit dem Farron-System zusammengebracht werden. Dementsprechend war hier also sozusagen ein tödlicher Stoß für die ganze Wirtschaft des Systems tatsächlich verübt worden. Es ist wohl so, dass Messer selbst ein Jahr, nachdem er das getan hat, abgesetzt wurde. Das heißt, dass seine Regierungszeit da endete. Aber das hat dem System nicht weiter geholfen. Es ist niemals zu seiner vorherigen Größe wieder angewachsen. Und dann war es einige Jahrhunderte ruhig. Und schluss und letztendlich passierte es dann im Jahr 2950, dass die Ressourcen langsam versiegt sind, also Mitte des 30. Jahrhunderts jetzt sind die Ressourcen auf Azura dann tatsächlich so weit versiegt, dass immer mehr Mining Corporations aufgeben mussten und sich nicht mehr kostendeckend dort unterwegs sein konnten. Das bedeutet, mit den Versiegen der Ressourcen auf Azura folgte dann auch schnell der Kollaps des gesamten Farron-Systems. Azura selbst wird jetzt von Dave Haddock beschrieben als eine gigantische Industriestadt, die jetzt Stück für Stück verfällt, wo kaum noch Bewohner sich befinden, wo eben riesige, gigantische und sehr beeindruckende, er beschreibt sie sogar als schöne Industrieanlagen rumstehen, die jetzt dem Zahn der Zeit ausgesetzt sind, die nicht mehr gepflegt werden und eben zu einer riesigen Ruinenindustriemetropole werden. Also Tram soll da ein sehr, sehr beeindruckender Ort sein, insbesondere weil eben sich nur noch wenige Bewohner dort befinden, aber sehr, sehr viel besiedelt ist. Ein Planet, der sozusagen gezeichnet ist von den Narben des Industrieraubes, Baus überall. Und jetzt ist das Farron-System, obwohl es eben zu den Kernsystemen gehört, im Sol-Nexus herum kein bedeutender Wirtschaftsstandort mehr. Es befinden sich nur noch sehr wenige Routen, die tatsächlich über Azura laufen, die tatsächlich mit echtem Wirtschaftsstrom zu tun haben, da der Planet an sich, wie gesagt, fast ausschließlich nur noch von Leuten bewohnt wird, die Flüchtlinge sind oder die tatsächlich sehr, sehr günstig Lebensraum brauchen, also ansonsten aber völlig verlassen ist. Und man kann also dazu sagen, dass dieses System gerade aufgrund seiner Historie einen sehr, sehr spannenden Punkt anbietet. Es zeigt quasi, wie die Menschheit aufgestiegen ist, zeigt den Aufstieg der Menschheit bis hin zum Imperium und was auch tatsächlich die Verantwortung, der verantwortungslose Umgang mit neuen Ressourcen eben bei solchen Planetensystemen bewirken kann. Und wird wohl, wenn es denn soweit ist, ein sehr, sehr beeindruckender Ort ist, um es zu besuchen, tatsächlich ist die Idee da, dass man dort richtige Tourismusrouten gründen könnte, die das Ganze mal für den geneigten Besucher zugänglich machen. Wir haben am Schluss noch einen letzten Planeten dann im System. Das ist dann Farron 4 und den erklärt er nur noch ganz kurz, weil er sich jetzt sehr, sehr viel Zeit genommen hat, um das zu erklären mit Azura. Und Farron 4 ist ein Gasplanet.
Er sagt auch nicht viel weiter dazu, außer dass man natürlich im Endeffekt dort Treibstoff gewinnen kann, wenn man das gerne möchte, und ansonsten der Planet aber nicht von keinem großen Interesse ist und auch relativ weit entfernt von jeglichen Jump Points. Presumably you have fuel that you can grab from it, but yeah, it's pretty much just a gas giant. Ja, das war's für diese Episode wieder mit dem Galactic Guide zum Farron-System. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall gerne wieder für euch da, wenn es das nächste Mal hier einer der Writer das vorstellt, und mache euch eine deutsche Tonspur dazu. Ansonsten abonniert unseren Channel, um up to date zu bleiben, und liked und disliked das Video. Da freuen wir uns. Bis dann und wiederhören. Das war's, und see you on the flight deck. Sawyer out.